Ey, na. Ich habe Valorant nachprogrammiert. Die Frage ist nur, wo soll ich anfangen? Am besten mit der Map. Für die Map wollte ich eine originale Valorant-Map nachbauen und deswegen habe ich mir die Map diese Map ausgesucht. Also habe ich mir das Bild runtergeladen, habe es in Blender reingepackt, habe nach einer Stunde festgestellt, dass ich dumm bin und Blender nicht bedienen kann, habe das dann in Unity reingepackt und habe das Ganze 4 Stunden lang nachgebaut. Ja. Falls ihr noch einen Architekten braucht, ruf mich an. Ich bin gut. Als nächstes habe ich mir noch ein paar 3D-Objekte ausgesucht, damit die Map etwas schöner aussieht. Also bin ich auf Sketchfab gegangen und habe mir einige 3D-Modelle ausgeliehen. Joi. Diese habe ich auf der Map verteilt, damit es wenigstens ein bisschen aussieht wie das Original. Was fehlt noch genau, ist das eigentliche Spiel. Erstmal habe ich einen FPS-Charakter erstellt, der an Wänden laufen kann. Diese Funktion ist zwar nicht wichtig und gibt es auch nicht im Originalspiel, aber ich fand die cool. Ja, danach habe ich ihm noch ein paar Waffen gegeben. Ene, mene, mu. Das Modell ist meins ganz im Nu. Danach habe ich ein Script gecodet, mit welchem ich die Projektile einzeln einstellen kann, ohne dass ich 1000 Prefabs erstellen muss. Hier wird bestimmt, wie das Objekt fliegen soll. Dies habe ich mit einer einfachen Kosinuskurve berechnet und... Langweilig. Danach habe ich noch einige verschiedene Projektile gemacht. Darunter auch welche, die sich splitten können, welche, die einen Dash machen können. Und noch eine Enderperle. Mojang, bitte verklag mich nicht. Danke. Ich habe auch ein Auto-Aim-Projektil gemacht. Als nächstes habe ich mich etwas um die Belichtung und die Texturen gekümmert. Als Beleuchtung würde ich eigentlich mit Shadern arbeiten, aber ich bin dumm und habe die falsche Unity-Version ausgewählt. Eine, wo ich keine Shader benutzen kann, die ich sonst mal benutze. Also habe ich einfach ein großes Licht in den Himmel gemacht und fertig. Ja. Und was die Texturen angeht, habe ich mir wieder welche von cczerotextures.com geholt. Sollte ich langsam deren Werbepartner werden. Also, liebes CC0-Team, falls ihr mich haben wollt als Werbepartner, kein Problem. Ich nehme auch nur 60% eurer Einnahmen. Also gib mir einen Vertrag oder ich werde... Nachdem ich die Texturen auf die Objekte getan habe, sah die Map noch schlechter aus. Also habe ich es am Ende einfach gelassen. Irgendwie mache ich Sachen immer schlechter, wenn ich sie besser machen will. Jetzt brauche ich natürlich noch Gegner. Viele Gegner. Zuerst habe ich eine KI gedacht, welche ich trainiere. Aber nach 2 Tagen haben die nichts dazugelernt. Die sind einfach sehr, sehr dumm. Wir haben so viel gemeinsam. Also habe ich die KI wieder entfernt und habe sie durch eine AI ersetzt. Der Unterschied ist nur, dass eine AI zwar denken kann, aber nicht dazulernen kann. Ich bin kein Informatiker-Prof, also nimmt es hin. Neben den Gegnern, die schießen, gibt es auch Gegner, die einen bei Berührungsschaden machen. Diese spawnen zuhauf auf der Map. Deswegen habe ich noch einen Spawner gecodet, welcher die Gegner auf der Map verteilt. Auch wenn es da manche Probleme gab. Aber... Nach ein bisschen auf der Tastatur einprügeln hat alles funktioniert. Ja. Alles. Jetzt fehlt nur noch die Aufgabe, also der Grund, warum man diesen Müll überhaupt spielen sollte. Deswegen habe ich mir eine Kugel erstellt und die ans andere Ende der Map geplatziert. Und ich habe sie größer gemacht. Die ist wirklich fett, genauso wie deine. Danach habe ich noch ein paar fancy Effekte hinzugefügt und noch die Funktion, dass das Vieh bei einer gewissen... Lebensanzeiger sich teleportiert und noch mehr Gegner spawnt. Und et voilà, das ist Valorant Scuffed Edition. Wir spielen jetzt meine Velo-Version in, geiles Spiel, kauft jetzt. Das Spiel hat keinen Sound, weil, So. Genau, wir müssen die Kugel zerstören. Ich habe keine Ahnung, wozu, was meine Special-Waffen waren. Also, ich habe das selber schon vergessen. Oh Gott. Ja, ist... Hilfe. Ich habe schon Leben verloren. Geil.
Oh shit. Danach, perfekt. Ja, so. So, geh kaputt. Geh kaputt. Oh shit. So. Hey. Oh Gott. Warum bist... Ich frag gar nicht erst. Holy shit. Nein. Ach, fuck. Perfekt, dann probieren wir es einfach nochmal. Oh Gott. Was spawnt der? Wieso spawnt der in meinem Gesicht? So, hier, rauf da. Kaputt. Reload. Hört er mir? Ne, okay, da kommt keiner. Das Ding ist nämlich, die kleinen Viecher können mich über die gesamte Map verfolgen. So. Okay. Oh nein. Speedy Gonzales. Und wo? Nein! Jo, geil. Okay, reloaden. Die kommen von allen Seiten. Einfach hoffen, dass sie jetzt alle gekillt haben, die da sind. Ja. Komm. Ja. Ein Wunder, dass das Spiel nicht laggt. Dü. Wo? Ich mach dich fertig. Okay, du scheiß Hacker. Reload. Sind alle weg. Ja, easy. Kauft das Spiel und ist geil. Ja, kaufen. Und vergesst nicht, das Video zu bewerten und folgt mir auf Twitch, damit ich endlich mal Affiliate werde und ihr mir 80 Subs giften könnt, damit ich reich werde. Shawty look good in the moonlight. All this pussy make it so by my